So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zum DPL-Spieltag Nummer, ich habe keine Ahnung, ich glaube 18, 19 gegen den Ver. Oder wir sind schon bei 20, glaube ich, genau 20. Warte, egal, ich bin sofort zum Ausrechnen. Wir spielen gegen den Ersten, ne? Oh, das auch völlig zu Recht. Im Hinrundenkampf hat er mich komplett zerlegt. Ich hatte zwar nicht sehr viel Motivation zu spielen, aber auch vom Predicten hatte ich überhaupt keine Chance. Muss man einfach sagen. Dann hatte ich keinen Spinner, er hat mich einfach komplett auseinandergenommen. Kann man nichts sagen, ne? Ja, und heute ist mein Team stärker aufgestellt, hoffe ich jedenfalls, gegen ihn. Ich habe ein paar interessante Sachen dabei, ich zeige es euch einfach mal. Ich habe meinen Diggerspeed dabei, mit dem Life Orb diesmal, weil Focus Sash, ich weiß nicht, halte ich jetzt nicht so sinnvoll, wenn er seine Rocks rauskriegt. Und ich habe jetzt nichts direkt, wo ich einen Sash brauche bei ihm. Alarmog Bar, ich habe mir einen Fortress gekauft für Donphan, weil sonst sein Snibuna mein komplettes Team auseinander nimmt. Kann ich gut reinwechseln, habe die rote Karte drauf, falls er mit einem speziellen Attacker angreift. Ja, oder so. Und wenn er sich aufsetzen will, weil Galagladi kann ja auch Schwertanz machen gegen mich und dann Feuerschlag mich raushauen. Deswegen habe ich zur Sicherheit noch die rote Karte drauf. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich habe mir einfach so gedacht, wenn ich verliere, dann verliere ich halt. Palmsohn mit der HP-Boden gegen Empoleon. Damit trifft es eigentlich jedes Pokémon mit seiner Attacke. Full Life Wash mit speziell defensiv gegen sein Boreas zum Beispiel. Donnerblitz, Irrlicht gegen die physischen Attacker. Donnerwelle, um zu verkruppeln. Und dann noch die Hydro-Pumpe, um Mamutl zum Beispiel zu treffen. Baklava, heute sehr interessantes Muster, Panferno mit dem Focus Sash, heute Dunkelklaue im Tobutz und was war noch da? Irgendwas ist eine Geistschwäche, hat Galagladi zum Beispiel zu treffen. Feuerschlag habe ich nicht so dringend gebraucht, den Rest treffe ich mit Nahkampf, Tempohieb und mit Donnerschlag. Und dann habe ich noch ein gescarftes Trickgefahr dabei mit Erdkräfte, U-Turn, Draco Meteor und irgendwas, Dark Pulse glaube ich. Leute, los geht's gegen den Fall. Ich hoffe einfach mal, dass wir gewinnen. Dann bin ich mein Ziel, nahe Top 3 zu werden. Und dann, er hat schon mal... Hat er ein Panferno? Gut. Er hat schon mal nicht sein Snibuna dabei, wovor ich am meisten Angst hatte. Tobutz. Empoleon, war klar. Sein Galagladi, das ist die größte Threat. Und er hat nicht sein Boreas dabei, davor hatte ich auch ein bisschen Angst. Galagladi, Panferno... Marmutel, Obo und Toxicroak. Er will bestimmt früh seine Rocks rausbringen. Rocks rausbringen kann hier fast jeder in dem Team. Mein Lead wäre natürlich dann in der Hinsicht Alurkbar und hätte ein Panferno mit Stealth Rock Lead. Eigentlich ist es mein bester Play hier, Full Life Wash oder Trickefalo. Trickefalo kann U-Turnen und eigentlich gegen alles eine Attacke einsetzen, ne? Aber könnte zum Beispiel ein Tempo oder Nahkampf danach fressen und das möchte ich dann nicht so gerne riskieren. Ich freue mich noch mein Team auf. Diggerspy, Fortress. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Full Life Wash. Beam, Visa, Bug, Panferno und Trikefalo. Ich liege, glaube ich, zur Sicherheit einfach mal mit Full Life Wash. Ich könnte, wenn es ist, Adflog ist zum Beispiel auch nicht dabei. Gut, dass ich dann doch den Donnerblitz spiele. Ja, ich könnte, wenn es was ist, noch was rausholen. Okay. Okay. Ich glaube, ich kann gewinnen. Ich kann gewinnen, so ist nicht. Aber Ninfa ist, glaube ich, sogar ein besseres Spiel als ich. Muss ich einfach zugeben. Was es Competitive angeht und so. So, Full Life Wash kommt als erstes rein. Und er leadet mit der Manager. Das ist... Ah, Panfern habe ich mir schon gedacht. Kann auf jeden Fall jetzt mit Strauchel mir überhaupt keinen Schaden machen. Was ist sein Switch-In gegen mich? Er hat eigentlich gar keinen, außer Galagladi groß. Er wird auf jeden Fall die Rocks rauskriegen. Aber ich mache Donnerblitz und gehe safe auf den Donnerblitz. Weil er hat keinen Switch-In, außer Mamutl. Könnte er machen, aber meine Hydro-Pumpe ist obvious. Er könnte Toxicroak reinwechseln, weil er die Trockenheit hat. Er geht mit Kehrtwende raus, okay. Schauen wir mal, ob er auf Toxicroak geht und das macht gar nicht mal so schlechten Schaden. Das wird aber kein Life, aber... Ich denke, er wird auf Toxicroak gehen, weil er jetzt mit Trockenheit den Boost abstauben will. Deswegen gehe ich jetzt auf Donnerblitz, habe ich ja schon gesagt, weil das eigentlich alles außer Mamutl trifft. Aber ich hätte ja auch auf Hydro-Pumpe gehen können.
Und ja, was mich jetzt einfach nur interessiert, ist, ob Toxic, wie schnell Toxic Quack ist. Ich habe mir extra Damage Kalk aufgemacht. Tut mir leid, falls ihr den seht, den werdet ihr auch sehen. Das müsst ihr aber entschuldigen, dieser Kampf ist wirklich wichtig. Hier, Toxicroak. Toxicroak hat eine Base von 85 und Xander, was ist Xander? Das ist sein, ja, sein Toxicroak. Ach, wieso bist du nicht ein Wasser-Pokémon? Du bist doch schon so schön blau. 50%? Yes. Dann Rotom Wash. Mach mal hier weh. Ich weiß, Rotom hat auch ein bisschen was. 86, ich bin aber nicht voll in it. Das Ding kann Drain Punch, das kann viel. Toxi. Quack, ja, ich hab sogar mal. Ich muss jetzt nachschauen, ob das Ding Pflanzen attacken kann. Das habe ich davor nicht geschaut. Ich habe geschaut, ob es Feuerschlag kann. Es kann auf jeden Fall Giftattacken, wie Mülltreffer. Wie lange habe ich noch Zeit? 66 Sekunden. Muss ich ausnutzen, tut mir leid, Leute. Kannst du Pflanzenattacken? Hätte ich davor nachschauen müssen, aber ich habe gar nicht mit der Situation gerade auf den ersten Blick gerechnet. Nein, auf den ersten Blick nicht. Du kannst aber mit Kampfattacken guten Schaden machen. Kannst dich aber auch genauso mit Schwertanz aufsetzen. Ich kann drin bleiben oder angreifen. Aber Rotom Wash ist auf jeden Fall meine Win Condition und ich weiß jetzt nicht, was er gegen meinen Palmsohn groß machen will. Aber er könnte auch mit sich mit Schwertanz aufsetzen. Ich denke, er bleibt drinnen und macht Ableithieb. Ich denke, er macht Ableithieb. Also gehe ich auf Palmsohn. Oder? Weil ich glaube, dass er es jetzt opfern will, weil er gesehen hat, 25% wird Ableitieb machen, schätze ich jetzt mal. Mülltreffer, okay, er direkt geht auf Mülltreffer. Und das ist Choice Bandit und ist fast. Nein, es ist Life Orb. Mega Venusaur, Mega Venusaur. Okay, da habe ich jetzt Missplay gemacht, aber ich habe es nicht geopfert. Venusaur, er ist auf jeden Fall Life Orb, das ist das Problem. Sprich, er wird auf jeden Fall. Brauche ich Mega Bisaflor so dringend? Es geht, es tankt nicht viel mehr auf diesen Level. Ich muss einfach. Ich muss. Das ist wie der Kampf gegen Zockzent. Ich kann nicht so viel kommentieren. Ich muss nachdenken. Ne? Bisaflor hat eine Init und ich habe es überhaupt nicht in Init investiert. Von, ich glaube, 60, 70, 80 so rum. Ja, 80. Das wird auf jeden Fall jetzt outspeedet und gekillt, wenn der Mülltreffer trifft. Oder die andere Attacke. Deswegen gehe ich in die Mega und hab danach einen Safe-Switch in meine anderen Pokémon. Gut. Das sollte jetzt einfach mal reichen. Ne? Weil er auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass er jetzt auf eine Feuerattacke geht. Er kann keine Feuerattacke. Ich denke, er wird jetzt einfach vielleicht auf einen Drain Punch Tiefschlag oder er geht nochmal auf den Mülltreffer und er trifft leider. Okay, das war es leider von Palmensohn. Das war es vom guten alten Palmensohn. Jetzt gehen wir im Alpha-Hasen. Mein Bisaflor ist weg. Das ist natürlich nicht gut. Ich denke, es wird ein Tiefschlag kommen. Aber er ist schneller, wenn er voll innet ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Dann haut er mir noch einen Tiefschlag rein. Ansonsten. Ich muss jetzt die Nase putzen. Es ist sogar ein Vorteil für ihn, aber mein Mega Bisaflor war eigentlich richtig gut, aber mit Q nicht dabei. Vor Q hatte ich immer Angst. Aber eben weil ich Mega Bisaflor habe, hat das wahrscheinlich nicht mitgenommen. Das denkt er natürlich nach. Das kann ich vollkommen verstehen. Ich habe jetzt echt immer fast den Timer auslaufen lassen, ne? Ja. Was würde so ein Sieg uns bringen? Wir wären auf jeden Fall erstmal vor Vincent. Aber ich weiß noch nicht, ob er. Er macht Tiefschlag. Ja, das war es leider von. Das war es nicht von Diggersby, sondern das war es von ihm. Und
Diggersby kriegt einen Kill, wenigstens das. Falls ich verliere, hat Diggersby wenigstens einen Kill gekriegt. Hätte vielleicht auf Return gehen müssen. Aber naja, so. Ah ja, stimmt, ich bin alive, ob da war ja was. So, wieso ist mein Damage-Kalk nicht mehr offen? Da kann ich immer gut Sachen nachschauen. Tut mir leid, dass ihr das Aufnahme seht, aber ich denke, ihr wollt auch Facecam sehen, deswegen, ne, muss ich das leider so machen, dass ihr dann manchmal den Bildschirm von mir seht. Aber ich schaue immer runter und ihr seht ja den Kampf. Ah, fuck, ihr seht ja den Kampf nicht. Warte mal, dann mache ich es aber lieber so, tut mir, dann, damit ihr wenigstens den Kampf noch ein bisschen seht. Sonst wäre es ein bisschen schwul für euch. Gelate. Ich bin sogar schneller als Galagladi. Kaiferbruch. Oh, der Name könnte von mir kommen. Ich schaue gerade eigentlich, wie viel. Ich kalk voll viel und ich schaue, wie schnell jedes Pokémon ist. Tut mir leid, aber ich muss da einfach auf Sicherheit gehen. Weil das wichtig ist. Ich gehe jetzt in mein Fortress, spiele ein bisschen sicherer. Könnt ihr natürlich in Form von Panferno predicten. Aber ich spiele sicher. Ich spiele in der Hinsicht ein wenig sicherer. Macht er den Double? Nein, er geht auf den Gefriertrocken, okay. Süßer Schaden, ne? Er hat keinen Spinner dabei außer Empoleon. Ah, jetzt kommt eine rote Karte, hatte ich auch noch drauf. Bitte kein Panferno. Nein, Esmeraldo. Hallo Esmeraldo. Fuck, jetzt kriegt er seine Mechika-Entwicklung durch. Jetzt bringt mir natürlich die rote. Ja, die rote Karte war. Ich weiß nicht, ob sie so schlau war. Ich wollte einfach nur, falls er Galagladi vor mir steht und mit Schwertern aufsetzen will und mich damit einen Feuerschlag raushaut, da in der Art was bringen. Aber ein Feuerschlag würde nicht reichen und deswegen gehe ich jetzt auf meine Tarnsteine. Oder ich gehe gleich aufs Toxic. Eigentlich hat er einen Safe Switch in Form von Empoleon. Eigentlich ist Empoleon sein bester Play hier. Polieren ist auf jeden Fall sein bester Play. Ich kann ihm nichts machen und er könnte die forgen und mich danach mit Gold weghauen. Predicte ich das? Komm, predicten wir das mal. Er denkt sogar. Nein, er denkt. Okay, ich bin zuerst raus, also wird er doch drin bleiben. Okay, habe ich viel predicted. Ich habe jetzt gedacht, dass seine Polieren rauskommt. Aber er will ja auch die Mega-Entwicklung rausbringen und damit ist er dann auch schneller als mein Galagladi, was wirklich sehr, sehr scheiße für mich ist. Ja, der rote Karte hat es dann doch nicht gebracht. War dumm wahrscheinlich und Schwertanz, fuck. Ja, genau das wollte ich verhindern mit der roten Karte und sie hat's. Ich habe sie jetzt gerade auch wieder vergessen, sie. Ja. Der wird auf jeden Fall reichen. Jetzt habe ich ein Problem. Diese scheiß rote Karte. Das war so dumm von mir. Das war mein Play wahrscheinlich. Die, der es mir jetzt dann vielleicht kostet.
So. Ich sag euch jetzt mal noch nicht, was ich gemacht habe. Ich will es mir einfach anschauen. Ah, diese rote Karte wurde mein Verhängnis. Genauso wollte ich es nicht machen. Aber dann bin ich auch selber schuld, wenn ich Fortress so reinwechsel. Hätte auch Panverno kommen können, hätte ich noch ein Problem mehr. Bin ich selber schuld, das war ein Fehler von mir. Einfach einen Bollenhelm drauf gehabt und ich hätte viel weniger Probleme. Ja, selber schuld. Da wäre mal Muttel noch gegen mich. Ich hätte auf Gyro-Ball gehen können oder meine Rocks einfach sicherer. Jetzt habe ich auch das Empoleon predicted. Bin ich ehrlich. Und jetzt habe ich auch noch meine Win-Condition in der Hinsicht ein wenig verloren. Aber ich habe auch einen Save-Switch. Und was kann ich bitte in den Nahkampf wechseln? Nichts. Er geht raus, sagt, dass er den Empoleon geht. Fick ob Ferdus. Predicted. Und er hat die Anti-Bodenbär, okay. Gegen Diggersby wahrscheinlich. Ja, ich kann nicht so viel reden. Ich muss echt einfach nur nachdenken, Leute. Ich habe gerade nicht so viel an Kommentieren. Ich muss aber nur nachdenken. Er ist einfach besser als ich gerade in der Situation. Mein Mega Bisaflor und mein Full Life Wash ist weg, weil ich es einfach blöd gespielt habe. Weiß nicht. Welche am Anfang zum Beispiel geleadet mit den Dingen? Er hat sich schön mit Schwertanz aufgesetzt. Ich habe meine Rocks rausgekriegt. Er hätte mir einen Feuerschlag reingehauen. Wäre weg mit rote Karte. Und danach hätte ich. Ja, wobei. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich bin mir sicher, dass er jetzt nicht auf Siedewasser geht, deswegen gehe ich gerade in Backler, weil ich denke, dass er Eisstrahl machen wird. Oder Tarnsteine rauslegen, was auch macht. Disconnect bitte nicht. Komm schon. Geh weiter. Geh weiter. Ninfa hat Mons gemeint schon, er hätte vielleicht einen Disconnect, weil sein Internet. Ach, ich bin online, ja auch. Ach, scheiße Nintendo, aber er hat vorhin schon gemeint, er soll. Also, ich hab's euch nochmal gezeigt, dass ich noch online bin. Na, nachspielen wäre so scheiße. Moment, ich muss Pause drücken. Ja, Leute, da sind wir wieder. Wir haben es jetzt so teilweise nachgespielt. Ich werde jetzt in mein Panferno wechseln. Wir haben so den Damage nachgespielt. Ich habe zwei Pokémon überhaupt nicht mitgenommen, deswegen wundert euch nicht, wieso da null Pokémon steht. Ja. Und jetzt müssen wir schauen, was wir gewinnen. Oh, ich muss meine Musik wieder machen. Wo ist meine Musik, wenn ich sie brauche? Ja, Tarnsteine. So. So, die Bäre sagt, ich habe gerade gecrittet mit der Erdkräfte, genau, aber er hat gemeint, das ist ihm scheißegal. Das ist für ihn nicht weiter schlimm. Braucht er sein Empoleon noch? Eigentlich nicht, deswegen gehe ich jetzt safe auf den Nahkampf. Also, good luck an Infa. Puh. Super Kampf bis jetzt von ihm. Er spielt auf jeden Fall ein bisschen besser als ich. Die rote Karte. Ich habe gerade mit ihm. Ja, ja, ich dachte es mir schon. Warum sollte er das jetzt noch drin lassen? Also, es hat ja für ihn jetzt gerade keinerlei Verwendung für ihn jetzt mehr. Deswegen ist sein Empoleon weg. Okay. So, er hat die Tarnsteine jetzt leider draußen. Ah ja, genau, meine Sturdy von Forsaker haben wir jetzt nicht angebrochen, weil ich ja eh von den Tarnsteinen dann Damage kriegen werde. Habe ich noch einen Spinner? Ja, Forsaker selber bringt mir natürlich nichts. hat er mir noch was geschrieben? Ich glaube, er hat mir nämlich gerade was geschrieben. Ne, war er das? Ich weiß es nicht, egal. Leute, schauen wir mal. Auf jeden Fall gut, dass jetzt Impoleon weg ist. Er hat zwar Tarnsteine draußen, aber mein Sash-User steht hier vor ihm. Sprich, ich tank noch mindestens eine Attacke und werde mindestens ein Pokémon noch mit Panferno rausnehmen. Welches das sein wird, schauen wir mal. Er denkt jetzt auf jeden Fall nach. Schreibt er mir was? Moment, ich schau kurz. Wobei, ich mache kurz einen Aufnahmestopp, weil ich möchte nicht unbedingt, dass jemand das Skype-Zeug liest.
So, hat mir nichts geschrieben, dann können wir jetzt hier weitermachen. Ah, oh, fuck, jetzt habe ich mein Aufnahmefenster ein bisschen verschoben. So, sollte wieder passen. Ja, er denkt hier sehr viel nach. Zum Glück ist es dann kein Disconnect, weil eine Verbindung mit hergestellt steht. Und hoffe ich jedenfalls, dass es kein Disconnect ist. Oder so müssen wir das nochmal nachspielen, wäre ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, es war natürlich keiner schuld von uns beiden. Ne? Ich dachte erst, er wäre schuld, weil er hat mir davor geschrieben, ja, du Digga, mein Internet, pass auf, ne. Aber das war gar nicht auf sein Internet bezogen, sondern das auf seinen Gegner davor, also hier Nick. Weil der hatte irgendwie Disconnects und er so, ja, Digga, wir spielen dann alles nach, hoffentlich. Und dann dachte ich so, okay, jetzt hat er wahrscheinlich gerade scheiß Internet, ist ein bisschen blöd, dass er jetzt den DPL-Kampf da machen will. Beziehungsweise, ich wollte heute am besten kämpfen, heute ist Dienstag. Ja, es ist eine lange Geschichte, kurzer Sinn, der Manager kommt rein, okay. Dann mach mal Nahkampf. Er macht auch Nahkampf. Ich habe ja meinen Sesh noch. Das wird auf jeden Fall mich auf meinen Sesh bringen. Okay. Und wenn er einen Sesh hat, dann wird es ihn auch auf seinen Sesh bringen. Was auf jeden Fall sein kann. Oh, er hat keinen Sesh. Dann ist er down. Aber er hat mich auf meinen Sesh. Das ist natürlich suboptimal. Dann schauen wir mal. Ich bin aber eigentlich schneller als ein komplettes Team, abgesehen von den Turbots. Fuck, Turbots ist ja auch noch so schnell, ne? Das wird er wahrscheinlich reinwechseln. Naja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall muss ich drin bleiben, weil ich ja eh in den Tarnstein sterbe. Wobei ich sie auch spinnen könnte. Kann ich nochmal schauen. Er hat nur noch drei Pokémon. Auf jeden Fall geht es nicht sehr hoch, das Ergebnis aus. Puh. Es ist noch alle Chancen drin. Diggersby kann ja auf jeden Fall noch was machen. Galagladi ist halt noch bei vollem Leben. Ne? Marmutel glaube ich auch. Marmutel kann den Sash haben. Aber er kann nicht mehr spinnen. Sprich, wenn ich eigentlich meinen Forstelke reinbringe, kann ich auch die Sashs kaputt machen. Und Diggersby kann eigentlich aufräumen. Wobei ein Eissplitter von Marmutel reicht. Aber dadurch, dass jetzt Empoleon und Panferno, was mir gerade auffällt, dass er zwei der vier Gen-Starter hat. Was fehlt ihm dann noch? Das Wasserding war Atmurai, ne, davor, was waren da? Empoleon? Ne, Chilterra, okay, Chilterra hat er nicht, sonst hätte er alle. So. Ich hab Schnupfen, tut mir leid. Und treffe ich ihn? Ja, getroffen. Easy. So, Esmeraldo kommt rein. Er wird mich jetzt auf jeden Fall ausnocken, aber ich habe eine Dunkelklaue drauf. Er wird mich jetzt auf jeden Fall mit Schattenstoß ausnocken, ne? Wenn auch Schattenstoß geht, was für ihn sicherer wäre. Oder er denkt sich, okay, ich gehe einfach mal auf einen Schwertanz. Dann habe ich nämlich in Form von Dunkelklaue eine nette Überraschung für ihn. Schauen wir mal. So. Schauen wir mal, was er macht. Ich gehe auf jeden Fall auf Dunkelklaue. Er weiß, dass ich drin bleiben werde. Vielleicht denkt er, ich gehe noch auf Tempohieb. Um eine letzte Attacke rauszuhauen. Das wäre ein safer Play. Ich hau aber auf jeden Fall die Dunkelklaue raus. Und ja. Da megert er sich. Okay, er geht auf Schwertanz. Nein, er geht auf den Abschlag und damit bin ich dann auch draußen, ne? Nice. Soll ich schon wieder eine Skype-Nachricht, wenn er es ist? Schauen wir mal kurz. Ninfa ruft mich an. Moment mal. Pause kurz. Wir haben beide vergessen, dass sein Mega-Galagladi nicht in der Mega-Form war. Dementsprechend bin ich auf die Dunkelklaue gegangen und dachte mir, okay. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt: Ey, Digga, du, ich habe vergessen, dass das in der Mega-Form war. Deswegen hau ich jetzt stattdessen Tempo-Hieb rein und er wird mich jetzt mit einem Abschlag-Kill. Auf jeden Fall, good luck an Info, habe ich Ihnen ja schon gesagt. Wieso drückt denn der nicht? Der weiß doch, dass er Abschlag machen muss. Hä? Bin ich nicht auf Tempo-Hieb gegangen? Bin auch auf Tempo-Hieb gegangen. Hä? Egal, habe ich mich vertippt? Ja, ich habe mich vertippt. Egal. Ich habe mich vertippt.
Ja, davor haben wir jetzt geschrieben wegen der ganzen Sache. So. Jetzt muss ich kalt, ne? Gallade versus Trikefalo heißt Hydreigon. Boah, macht das wenig. Das kann doch nicht. Ah, 50-50. Draco kann One-Hit, ne? Mit Life Orb, okay. Draco kann wohl low one hit, ne? Fuck, irgendein Pokémon wird ausgewählt. Ah, ich habe zu lange nachgedacht. Irgendein Pokémon wird ausgewählt. Jetzt kann ich vielleicht verloren haben. Ich habe gerade voll lange nachgedacht und der Timer ist abgelaufen. Vielleicht denkt er aber auch, dass ich gescarft bin. Vielleicht denkt er auch, dass ich gescarpt bin und geht deswegen raus. Ist vielleicht gar nicht so dumm, weil ich will jetzt mit Quick Attack noch Schaden an sein Team machen. Aber er hat schon gesehen, dass ich live bin, also denkt er nicht, dass ich gescarpt bin. Schade. Ja, jetzt kann ich wahrscheinlich verloren haben. Weil ich Digispeed reinschicke. Ich wollte jetzt mit. Also, Trikefalo hätte ihn mit Dragpuls vielleicht Draco mit Tier vielleicht gewonnen. Dann wäre er aber in Toads gegangen, hätte mich einfach weggehauen mit Zauberschein oder so. Oder mit Mamutl, weil ich ihn nicht one-hitten kann. Dann hätte ich aber auch Fortress als Death Order benutzen können. Jetzt wird der Alpha halt eine Quick Attack rausbrechen. Und danach wird eine andere Attacke reichen. Wie viel Prozent macht denn Dark Pulse 60. Vielleicht mache ich so viel mit Quick Attack, dass das dann auch reicht. Okay, hat man nochmal Good Luck, Have Fun geschrieben. Okay. Vielleicht mache ich 50%, weil dann könnte ich. Wobei, das war ja Life Orb, da muss ich mal Walschale eingeben beim Scarf. Moment, das muss ich auch wieder klein machen. Damit ihr da nicht genervt werdet davon. Scarf. Er wechselt sogar weg, okay. Hoden-Kobold, das ist auf jeden Fall sein Turbus. Dem ich 50% mache. Vielleicht habe ich gewonnen. Ich glaube, ich habe vielleicht gewonnen dadurch, wenn das jetzt reicht. Der Crit hat vielleicht gemeldet wegen dem Max Damage, aber es ist weg. Turbuz ist weg von Diggersby. Kann ich mit 21 KP nochmal einen Tarnstein? Ich resiste sie, aber das sieht nicht danach aus, dass ich nochmal einen Tarnstein wechseln kann. Ich hoffe, er hat jetzt kein Eisspiel da drauf. Da kann ich vielleicht doch noch gewinnen. Weil mein Trikefalo. Ich habe noch mein Fortress und mein Trikefalo. Mein Fortress hat auch noch Gyroball drauf und kann Toxin auf Mega Gallade. Boah, mein Herz pocht, Leute. Ich kann noch gewinnen jetzt. Dadurch, dass dieses. Dass er. Ich weiß nicht, wieso er mit Gallade rausgegangen ist. Wahrscheinlich, weil er kein Damage Response hat, aber es war eventuell ein Missplay. Weil dann hätte er mich rausgenommen. Eisspiel hat er leider drauf. Okay. So, wie viel macht ein Gyroball? Ich bin sehr, sehr langsam mit meinen.
Ah, sorry, das muss ich jetzt auf Vollbild machen, Leute. Erst live ab, okay, das ist natürlich interessant. Gyroball auf. Mega Gallade versus Fortress. Uber Support. Gyro Ball, Gyro, Gyro, Gyro. Macht 50%. Auf Mammutl noch mehr. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich krieg zwar Schaden und so. Gyroball. Egal was er reinschickt, kriegt er einen Gyroballschaden. Okay, er wechselt raus in Gelate. Aber der Gyroball sollte über 50% normalerweise machen. Hoffe ich jedenfalls. Habe eigentlich gewonnen. Einzige, was ich machen muss, ist dann mit Draco treffen. Killt ein Draco sein Mammut One-Hit. Sorry, nennt mich Full Life Kalk, aber ich glaube, ich kann gewinnen. Hi, Dragon. Es ist kein Hex bisher passiert, was mir sehr gut gefällt. Schwertanz, er ist doch down. Bitte kill jetzt. 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 Ein KP. Wegen ein KP verliere ich diesen Kampf. Es ist sehr bitter, wegen ein KP zu verlieren, Leute. Das ist wirklich bitter. Ich heule jetzt nicht, aber boah, ist das bitter. Jetzt muss ich ihn irgendwie kaputt flinchen, aber er haut mich halt mit Eissplitter jetzt weg. Das ist so bitter, Leute. Das ist so bitter. Weil zwei Eissplitter reichen. Ja. Wenn das jetzt nicht der übelste Crit auf Doom wird, habe ich verloren. Ein Crit hätte gereicht. GG. Das war wirklich 1 KP. Ich habe am Ende gut gespielt, aber 1 KP. Was soll man machen? GG, Leute. Ja, Leute, was soll man machen? Ich habe jetzt am Ende noch meine Plays gemacht. Beendet, wenn ihr wenigstens das Video irgendwie positiv wird, aber das ist bitter. Haut rein. Ciao.